heute stelle ich euch ein Buch vor ab 10 Uhr zum Selberlesen, und zwar Kalypsos Irrfahrt. Es geht um den Oskar, der ist mit seinen Eltern in den Ferien 4 Wochen auf dem Mittelmeer mit dem Segelboot geplant. Oskar ist leider schon am 3. Tag alleine mit den Eltern und dem Hund furchtbar langweilig. Aber dann treffen sie auf einen Rettungsring, der mitten im offenen Meer treibt, und in diesem Ring sind 2 Kinder. Die beiden sind von einem Flüchtlingsboot gefallen und brauchen dringend Hilfe. Oskar und seine Eltern versuchen, einen sicheren Platz für die beiden Kinder zu suchen. Das gestaltet sich aber gar nicht so einfach, weil niemand die beiden will aufnehmen. Es entsteht eine wunderbare Freundschaftsgeschichte mit ernstem Hintergrund. Ich kann es allen wärmstens empfehlen zum Lesen. Und für alle, die noch mehr Tipps möchten, haben wir morgen am 17. März den Loslesen Kinderbuch-Club, Kinderbuchtreff. Und ich freue mich auf alle, die vorbeikommen möchten.